drängten uns bis zur Aufgabe und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ich bin bloß ein Soldat. Ich gehe dorthin, wohin mich die Flottenadmirale beordern. Ich befolge meine Befehle und tue meine Pflicht. Und wenn ich das tue, darf man doch nicht behaupten, ich hätte sie im Stich gelassen. Habe ich nicht. Ich weiß. Macht euch nichts aus meinem Gerede. Ich rede wirres Zeug. Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Okay. Das Kopfgeld, Kraft, das Ausgang, das wurde, aber er wollte nicht darüber reden. Vielleicht bis zu später in der Erfahrung. Okay. Schnellreisesystem. Schnellreisesystem von Star Wars Knights of the Old Republic Tier. Kannst du sehr schnell zu den verschiedenen Schauplätzen des Spiels reisen. Rufe das Schnellreisesystem im Kartenbildschirm auf. Rufe den Kartenbildschirm auf und wähle die Option zurück zum Versteck, wenn du zu deinem Apartment zurückkehren möchtest. Während eines Kampfes und in bestimmten Gebieten ist diese Funktion deaktiviert. Da hab ich das gedacht. Bist du in deinem Apartment, erscheint im Kartenbildschirm die Option Rückreise. Wähle diese Option aus, wenn du zum zuletzt besuchten Ort zurückkehren willst. Ich experimentiere jetzt mit beiden Optionen herum und Karte. So, Versteck. So ist ja aus. So, jetzt ist ein Versteck. Hier machen wir Apartment, jetzt wieder die Karte. Zurückreisen. Okay, und so. Tagebuch. Und damit ist es erledigt. Da ist ein. Noch mehr Aufträge. Oh, ich habe einiges neu. Spezialgranate, Granate. Oh. Blaster, Gewehr, Teil. So. Später, wenn ich mich recht entsinne, wenn man es richtig skillt, dann kann man ein Kurzschwert und eine Pistole haben. Der hat Energie 1 bis 8 und 6, also 28. Oh, aber es ist Doppelhändig. Ich habe nur ein Handy geskillt. Dann müssen wir bei der Pistole. Und. Nein. Seid gegrüßt. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, mich vorzustellen. Ich heiße Kebla Jurt. Willkommen im Equipment Emporium. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Mein Geschäft gehört zu den größten in der Oberstadt Taris. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es. Naja, das meiste zumindest. Bitte? Was meint ihr damit? Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen lassen. Ja, dann. Nur zur Information, alle Preise sind Endpreise. Kein Feilschen. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. Ich führe nur absolute Top-Produkte. Top. Eine Sicherheitssonde. 5. 400. Das Stück oder was? Du Arsch. Schwerer Kampf, oh, ein Kampfanzug. Oha, das ist ein Militäranzug wieder. Wie wollen wir den hier, ne? Den schweren Kampf. Der ist die billiger. Hammer. Können wir was verkaufen? Kaufen wir ein und dann kaufen wir noch eine Doppelschlinge. Oh, auf 80. Was haben wir? 2 bis 12. Nein. Nee. Was hier alles gibt. Schalldämmung.
Schildgenerator, was. So irgendwie. Was dieses republikanische Gerät auf die Wirkung? Das ist momentan ein bisschen neu. Oh. Aha. Okay. Auf den sparen wir jetzt. Bomben und was ist das denn? Aha. So. Alles klar. Dann müsste da ja die. Hallo. Verschwinden Sie! Ich bin im Auftrag der Sith hier! Ja. Okay, alles klar. Noch freundlicher geht's nicht, oder was? Arsch. Also, da ist die Kantine. Da kommen wir aber jetzt noch nicht rein. Schade, schade, schade. Aus dem Weg, Bürger! Wir sind offizielle Vertreter der Sith! Also verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist! Ja, okay, muss ich mich ummotzen. Guten Tag. Im Namen der neuen Sith-Regierung wurde ich darauf programmiert, Sie zu ermutigen, Ihren Aufenthalt auf Taris zu genießen. Ich bin ein Protokolldruide und versorge die Bürger und Besucher von Taris mit Informationen aller Art. Wie kann ich Ihnen helfen? Auf Taris regieren neuerdings die Sith. Mir wurde gesagt, dass sie die Bräuche unserer Welt erhalten wollen. Mehr weiß ich auch nicht. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich fürchte, das ist nicht möglich. Taris steht derzeit unter Quarantäne. Niemand darf den Planeten besuchen oder verlassen. Mit Ausnahme der Sith natürlich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Das war keine konsequente Quarantäne. Die Tourismusbehörde von Taris rät dringend von Besuchen in der Unterstadt ab. Meiden Sie die Unterstadt, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Außerirdische Rassen haben nur eingeschränkten Zugang in die Oberstadt. Dies ist eine alte Tradition, welche die Sith zu erhalten versprochen haben. Natürlich wurde noch niemand verhaftet, der sich ohne Visum in der Oberstadt aufgehalten hat. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich arbeite für die Regierung von Taris und versorge Touristen und Bewohner mit Informationen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Das ist echt alles, was Sie sagen. Okay, da haben wir es durch. Dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss meinen Rundgang fortsetzen. Taris war ein schöner Ort, bis die Sith hier alles auf den Kopf gestellt haben. Nein, so den habe ich nicht erlogen. Ja, das ist ja wohl. Okay, Information. Okay. Davik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Wer ruft das? Ruft da Geld tief. Ruft das doch hier vor. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Ruf das doch hier vor. Ruf da Geld tief. Nein! Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Nein. Das ist schön für ihn. Hier, vorne, du Riese, du Fiebe, an die Wand! Am Arsch. Nein, halt, warte.
Bin hier! Komm, Junge! Ja, cool. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Vielleicht kann ich helfen. Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Ich habe genau 100 Credits. Ihr gebt mir 100 Credits? Einfach so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, danke. Ihr gebt ihm 100 Credits? Großzügig. Jetzt kann ich Davik ausbezahlen. Ihr habt mir das Leben gerettet, danke. Am besten, ich gebe ihm die Credits gleich. Ja, kein Ding. Ja, was haben wir? Credits verloren, wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Oh, wir haben Hände seit... Ja, Hände seit... Credits dabei. Ja, 63, guck mal hier, zack. Das war eigentlich schon wieder drin. Und auch 50, haben wir sogar Gewinn gemacht. Ne? So, also auch... Das ist wieder die Oberstadt. Erstmal, dass das die Wert wieder ist. Das ist eine Station, ne? Ja, das ist eine Kiste. Hallo, Sonne-Kirchstation. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Geht zu Zelka, wenn ihr etwas braucht. Unfreundlich. Aha. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Tarisianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Zombies. Oder? Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Mengen des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Och, kein Ding. Bitte sagt so etwas nicht. Wenn die Sith das hören, könnten sie auf die Idee kommen, ihr wollt einen ihrer Patrouillen angreifen. Sie könnten mein Spital schließen. Ich habe nur vom Serum gesprochen, weil ihr danach gefragt habt. Ich erwarte gar nicht, dass mir jemand das Serum beschafft. Also dann, kann ich sonst etwas für euch tun? Es dauert nur einen Augenblick, um eure Verletzungen zu untersuchen und sie dann entsprechend zu behandeln. Gut. Okay, also wir wollen dieses Serum. Schön, euch wieder zu... Die schreckliche Krankheit bedroht Tare, wenn man zu lange in... Ich weiß genug über sie, um Angst zu haben. Ich habe von der Brutalität der Sith gehört. Ich weiß, was sie mit den Planeten anstellen, die sie erobern. Bisher haben sie mir nur ein paar allgemeine Fragen gestellt. Aber ich befürchte, dass sie dieses Spital eines Tages ganz schließen werden. Einfach so, weil es ihnen Spaß macht. Ich schätze, ich kann wohl nicht viel gegen die Sith tun. Ich kann einfach nur abwarten und hoffen, dass die Republik einen Weg finden wird, sie daran zu hindern, die ganze Galaxis zu erobern. Ich kümmere mich vor allem um das medizinische Zentrum, aber...
Ich weiß nicht viel, aber ich erzähle...